Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von BeMyNerds 007. In diesem Video, worum es sich wieder um das Plugin WorldEdit dreht, zeige ich euch die Kopierbefehle von WorldEdit, wie zum Beispiel, wie könnt ihr diese Bank hier kopieren und in eine ganz andere Welt einfügen. Aber zuerst zeige ich euch noch einen Befehl, den ich im letzten Video vergessen habe, und zwar ist das der Befehl //move. Und zwar, wenn ihr //move angebt und in die Richtung guckt, in dem die Bank sozusagen umziehen soll und dann eine Zahl angibt, zum Beispiel 4 und Enter drückt, sieht man, diese Bank wurde jetzt um 4 Blöcke nach da gemacht sozusagen. Das wollte ich nur noch mal kurz zeigen, da ich diesen Befehl beim letzten Mal vergessen habe. Okay, wir wählen uns jetzt einmal diese Position hier aus und wir wählen uns diese Position hier aus. Jetzt gehen wir an einen Punkt, an dem wir das später dieses Objekt auch wieder einfügen werden. Wir gehen hier hin und schreiben //copy, wie der Name schon sagt, kopieren. Wir gehen jetzt ein Stückchen woanders hin und würden jetzt hier mal einfügen. Schilder, die man kopiert, bleiben übrigens beschrieben. Das ist also ganz gut. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, mit zu sagen, mit Paste fügt ihr jetzt Dinge ein. Jetzt ist es euch aber so, dass die Bank falsch gedreht ist. Dann stellt ihr euch hier hin und schreibt Rotate. Und dann eine Gradanzahl. 90, 180, 270 oder 360. Bringt natürlich nichts. Wir machen mal 90. Jetzt haben wir im Clipboard das hier gedreht. Es dreht sich nicht sofort. Wir müssen es wieder Undo machen. Und dann müssen wir wieder Paste machen. Paste. Und schon wurde das hier eingefügt. Es ist also ziemlich praktisch, wenn ihr irgendwie große Dinge aus anderen Welten kopieren wollt. Jetzt machen wir das hier nochmal und kopieren wir das. Und schreiben // Schematik. Was war denn das? Schematik. Save. Schematik, das ist immer eine Bezeichnung für eine Datei, in der Blöcke sozusagen abgespeichert werden. Dann Save, also ihr speichert etwas. Dann das Dateiformat. Ich empfehle euch einfach MCE hinzuschreiben. Und dann denkt ihr euch einen Namen dafür aus. Bank in diesem Fall. Ich habe Schematik falsch geschrieben. Ja, mit SCH ist es richtig. Schematik, Save, MCI und Bank. Enter. Und jetzt sieht man da, Bank wurde gesaved. Nicht wundern, ich bin heute ein bisschen heiser, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen aufdrehe. Okay, jetzt gehen wir mal auf den Desktop, denn jetzt wurde diese Bankdatei bei uns abgespeichert. Wir gehen mal in den Ordner, wir gehen auf Plugins und hier haben wir unseren WorldEdit-Ordner. Dort ist jetzt ein Ordner Schematics. Dort gehen wir mal rein und haben hier die Bankschematik. Diese Schematikdatei könnten wir jetzt kopieren, ganz gewöhnlich mit Steuerung C. Und schon würde das hier kopiert werden. Und dann einfach mal auf einen anderen Server einfügen, zum Beispiel hier Plugins, WorldEdit-Ordner. Dann müssten wir einen Ordner, der Schematik heißt, anlegen, also so ein Ordner Schematics. Und dann würden wir das hier einfügen und könnten das auch auf diesem Server hier laden. So könnt ihr also Dateien von einem Server auf den anderen bringen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr diese Schematikdateien dann wieder laden könnt. Und zwar macht ihr das mit // Schematik, Load und dann einfach den Namen. So, Bank wurde geladen und einfügen mit Paste. Wir machen Paste und die Bank wurde erfolgreich eingefügt. So viel eigentlich zu den Kopierbefehlen. Im nächsten Tutorial zeige ich euch die anderen Befehle von WorldEdit. Und zwar zum Beispiel könnt ihr da Trees machen, euch mit einem Kompass teleportieren. Aber dazu mehr im nächsten Video, was ungefähr hier oben verlinkt sein wird, wenn ich es hochgeladen habe. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.